Entscheidungen. Josua, Kapitel 24, Vers 15. Gefällt es euch aber nicht, dem Herrn zu dienen, so wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Väter gedient haben jenseits des Stroms, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Menschen, denen es schwerfällt, Entscheidungen zu treffen, haben es einerseits vermutlich schwerer im Leben als entscheidungsfreudigere Zeitgenossen. Grundsätzlich gilt aber andererseits, wer Entscheidungen trifft, kann sich eben auch falsch entscheiden. Wer sich nun aber aus Angst vor falschen Entschlüssen gar nicht mehr entscheiden will, ist nicht unbedingt besser dran als der Vielentscheider. Auf das Wort Gottes bezogen bedeutet es, wer nicht auf der Seite Jesu Christi ist, der ist gegen ihn. Matthäus 12,30. Geht es um Dinge unseres irdischen Lebens, können unsere Entscheidungen manchmal eben auch falsch sein. Geht es aber um die Frage, ob ich an das Evangelium glauben soll, kann die Entscheidung dafür niemals falsch sein. Das bestätigt die Bibel. Entscheide ich mich dagegen, bewusst oder auch unbewusst oder durch eine liberale Haltung, mache ich definitiv einen Fehler. Die Einstellung, sich aus allem, was mit Jesus Christus und Gott zu tun hat, irgendwie herauszuhalten, hilft uns nicht, schadet uns sogar. Wir sind entweder kalt oder warm, Offenbarung 3,16, und wir sagen entweder ja oder wir sagen nein, Matthäus 5,37. Ob uns das nun immer so klar ist oder nicht, ist nicht entscheidend. Gott ist voller Langmut und voller Geduld. Nachzulesen in Römer 2,1-4. Aber er ist kein Diplomat, wenn es um Entscheidungen für seine Schöpfung und um die Gnade geht, aus der wir leben müssen. Dafür hat es den Herrn zu viel gekostet, als dass er hier unsere Entscheidungsschwäche oder Bequemlichkeit unterstützen könnte. Philipper 2,6-8. Wie ist das nun als Christ mit unseren Entscheidungen? Nimmt Gott uns alle Entscheidungen ab? Nein. Wir werden jetzt und auch in Zukunft nach wie vor eigene Entscheidungen treffen müssen. Und das sowohl in kleinen, eher belanglosen Dingen, als auch in wegweisenden, wichtigen Dingen. Besteht dann nicht die Gefahr, manchmal in die falsche Richtung zu laufen und sich dadurch möglicherweise selbst zu schaden oder sogar ins Unglück zu stürzen? Ja und nein. Die Gefahr besteht tatsächlich, durch verkehrte Entscheidungen sich selbst Probleme und Sorgen zu bereiten. Aber wir werden nicht ins Unglück stürzen. Und zwar, weil gläubige Menschen, für die Gott sich entscheiden konnte, alle Dinge zum Besten dienen. Römer 8,28. Das beinhaltet auch unsere falschen Wege, die wir gehen und die damit zusammenhängende Traurigkeit und Reue. Und wenn wir in unserem Leben die Hälfte aller Entscheidungen oder sogar mehr in den Sand setzen würden, dann würden uns diese Dinge letztlich auch zum Besten dienen. Und auch wenn es tausende von Entscheidungen wären, es würde uns letztlich nicht so schaden, dass wir dadurch in unserer Seele irgendwie nicht mehr klarkommen würden. Gott verspricht uns, so unwahrscheinlich das auch klingen mag, uns alle Dinge zum Besten zu dienen. Und das kann nur Gott tun. Hab also Mut zu Entscheidungen. Wägt ab, prüft, bewertet, beratet euch, betet, glaubt und dann entscheidet euch. In der Ewigkeit werden wir jeder unseren ganz individuellen und höchstpersönlichen Beitrag zum Lob Gottes und seiner Herrlichkeit beitragen können. Und das wird einfach wunderbar sein. Epheser 1,12. Und zwar auch aus der Erfahrung heraus von Gottes wunderbarer Führung, Vergebung, Treue und Gnade in unserem eigenen Leben und Wirken hier auf Erden. Amen.